Meine Küche, deine Küche. Präsentiert von Electrolux. Mit intuitiven Geräten für jede Schweizer Küche. Heute bringt Gabriela den Wald auf Teller. Ihre Gäste sind Petra, Raphael, Lucia und Emre. Ich glaube, sie wird etwas kochen mit sehr außergewöhnlichen Zutaten. Oh ja, schmeckt. Schmeckt nach Handcreme. Schmeckt sehr fein. Also ich habe effektiv einen Tannenbaum gegessen heute. Also einfach nur die Nadeln davon. Auch gegen Food Waste. Wie sie das auch gehandhabt hat, ist das, finde ich, perfekt. Das Motto von dieser Woche bei «Mini Küche, deine Küche» ist «Lieblingspasta». Am fünften Tag geht es in Zentralschweiz nach Luzern zu der heutigen Gastgeberin. Von Beruf ist Gabriela Filialleiterin eines Sportgeschäfts. In ihrer Freizeit entwickelt sie innovative Ideen wie der Takeaway. Wer etwas aus ihrer Küche probieren will, muss einfach am Schnürli ziehen. Das funktioniert so. Das Körbli ist auf der Straße und wir dürfen dran ziehen. Und dann tut es bei mir glöckle, weil ich das dann höre. Und dann schaue ich raus und dann darf man seinen Wunsch durchgeben. Meistens ist es das, was ich dann frisch gemacht habe, am Mittag, vielleicht ein Cake. Und dann dürfen wir etwas reinlegen, was es einem wert ist. Und dann kommt man ein Stück rüber, zum Beispiel. Gabriela geht auch gerne in die Natur. Hier sucht sie nicht nur Erholung. Hier findet sie auch Zutaten für ihre Gerichte. Für mich ist der Wald eigentlich die zweite Einkaufsstation. Weil, wenn ich dann schon durch den Wald laufe, schaue ich dann, was man noch gerade mitnehmen kann, was ich auch verwerten kann. Von ihrem Spaziergang heute hat sie ein paar Wild- und Waldpflanzen heimgenommen. Was zaubert sie ihren Gästen daraus auf den Tisch? Bei mir gibt es heute Teigtaschen mit einem Waldhummus an Wurzelgemüse. Die Hauptzutaten für das Gericht sind Olivenöl, Zwiebeln, Lauch, Pastinaken, Kichererbsen, selber gemachtes Tahini, selber gefundene Weisstannennudeln, selber gemachter Pastateig, Geisserricotta, Baumnüsse, Honig, Ei, Zitronen und Zitronenthymian. Ich arbeite mit einem Ziegenkäse-Ricotta. Ist eher etwas fester, wird jetzt zwar cremig, weil er noch nicht so kalt ist, aber ich ziehe vielleicht noch ein Ziegenkäschen darunter. Dann nehme ich jetzt einfach die Hälfte. Den Honig habe ich von der Region, von unserem Wald, wo wir einen Imker haben, wo wir Honig beziehen können. Die Schale und der Saft von einer halben Zitrone geben der Ravioli-Füllung eine frische Note. Die gehackten Baumnüsse sorgen für den richtigen Biss und das nussige Aroma. Ich habe mich für Thymian entschieden, weil der momentan auch noch wild wächst. Das war Pfeffer, den ich selber angesetzt habe, mit ein bisschen Essig, mit ein bisschen Waldaroma. Und dann tut man das ein bisschen lagern und auf die Seite tun. Und dann gibt es einen feinen Geschmack. Machen Sie mit bei unserem Wettbewerb und gewinnen Sie den Hauptpreis im Wert von 5'000 Franken. Einfach anrufen auf 0901 90 60 30 für 1 Franken 20 oder gratis mit dem Handy im Internet. Heute verlosen wir unter allen Teilnahmen von der ganzen Woche einen Profi-Steamer oder ein Gerät Ihrer Wahl von Electrolux im Wert von 5'000 Franken. Ob Sie gewonnen haben, erfahren Sie in der nächsten Sendung. Alle Infos auf srf.ch. Wie haben die Gäste Gabriela bisher erlebt? Gabriela ist eine sehr, sehr nette, sehr kommunikative und ich glaube, sie legt ganz viel Wert darauf, dass es den Leuten in ihrer Umgebung gut geht. Sie ist sehr aufgeschlossen, sie redet sehr gern. Ja, sie ist sehr mit der Natur verbunden. Hier habe ich den Teig schon vorbereitet. Den verarbeiten wir jetzt gerade. Das Ei brauche ich jetzt zum Einstreichen des Teigs. Das ist ein klassischer Pastateig mit Eier. Ganz normales Gutzli-Förmli. Ich glaube, sie wird etwas kochen mit sehr außergewöhnlichen Zutaten. Vielleicht gibt es auch mal etwas mit Fisch. Pasta mit Fisch hatten wir die Woche noch gar nicht. Ich denke, es könnte Ravioli geben. Das hat es die Woche noch nicht gegeben. Ich nehme Eigelb, weil es viel bessere Klebkonsistenz hat und es mir nachher nicht aufgeht beim Kochen. Dann kommt noch die Geissen-Ricotta-Füllung rein.
Jetzt müssen Ravioli zuerst noch ins Eisfach. Mehr dazu später. Also, sie hat von Brennnesseltee über Tanzapfenrezepte schon alles ein bisschen erzählt. Und, ja. Und ich kann mir vorstellen, sie macht etwas in diese Richtung. Jetzt mache ich den Hummus. Zu den schon vorgekochten Kichererbsen kommt der Saft von einer Zitrone. Mit der Presse ging es ringen. Braucht man nicht, weil aus einer Zitronenpresse kommt gar nicht alles Saft raus. Aha, Tannenzapfen. Ja. Heute kommt die Menükarte im Einmachglas daher. Exkursion. Frische Teigtaschen auf einem tannigen Waldhummus. Mit Wurzelgemüse. Das klingt sehr interessant. Ja, wenn wir es mal öffnen und ja, schmecken. Oh ja, schmeckt. Oh, sehr fein. Fast pinienartig, ne? So richtig nach Wald. Oh, schmeckt ein bisschen nach Handcreme. Die Gabriela rundet den Kichererbsenhummus mit einem Hauch von Wald ab. Achtung, nicht alle Tannennudeln sind essbar. Die von der Eibe zum Beispiel sind giftig. Ja, das passt zu ihr. Teigtaschen schon. Mhm. Ja, Gravioli. Gravioli. Hummus, Kichererbsen. Hummus, Kichererbsen. Mit, ja. Da wären wir wahrscheinlich wieder bei den Tannenzapfen und der Tannennudeln. Tannennudeln kann man einfach so essen. Man muss halt schauen, was für eine Tanne es ist. Am besten momentan ist die Weisstanne. Im Hummus hat es Kichererbsen, Olivenöl, Knoblauch, Zitronensaft, Salz, Tahini, das ist eine würzige Sesampaste, Hafermilch, Wasser und eben die Weisstannennudeln. Beim Wurzelgemüse, ich kann mir vorstellen, sie macht einen Salat vielleicht ja, daraus. Ja, vielleicht auch. Oder sie dünstet es. Ich sammle es, weil ich brauche es nachher zum Weiterverarbeiten. Die geschälten Pastinaken schneidet Gabriela mit dem Sparschäler weiter in feine Streifen, dünstet sie mit Zwiebeln in Olivenöl noch kurz an und würzt sie mit Salz und Pfeffer. Ich selber würde das Wurzelgemüse einfach in Rädli schneiden. Ja, ich auch. Also Rüebli-Rädli, Randerrädli, Würfeli. Jetzt mache ich den Lauch. Die Lauchchips. Auch der wird zuerst kurz in wenig Olivenöl angedünstet. Ich komme jetzt in den Ofen so lange, wie man es gerne hat, wie knusprig, dass man den Lauch möchte haben. Da muss man sich wirklich mit der Materie auch befassen, um genau zu wissen, mit was man alles kochen will. Brennnesseln, ja. Ich finde, der Abfall vom Gemüse ist eben genau das Köstige und die Nährwerte. Und die wollen wir ja aufnehmen und nicht fortrühren. Wermut gibt einfach dem Ganzen nochmal einen anderen Trägstoff vom Gemüse. Es ist einfach das Aroma im Maul, das es ausmacht. Hier drin hat es Lauch, Pastinaken und Zwiebelschalen. Die Gemüseschalen und die Gemüsereste werden mit Hafermilch aufgekocht und am Schluss mit Rahm verfeinert. Das gibt die Soße für die Ravioli. Schmeckt sehr fein. Ich tue es durch ein Sieb, weil ich für den Schaum nur die Flüssigkeit brauche von meinem Fond. Das Menü ist eigentlich genau das, was ich von Gabriele erwartet habe. Ich bin jetzt noch gespannt auf die Umsetzung natürlich. Aber ich glaube, das wird wirklich eine kulinarische Reise, wie wir es noch nie hatten. Genau. Die Reise zu der Gabriela haben die Gäste hinter sich. Die kulinarische Reise steht ihnen noch bevor. Ja, hallo, er hat geläutet. Aber um die anzutreten, müssen sie zuerst in die Wohnung kommen. Hi. Hallo zusammen. Oh, Handkörbchen. Danke. Bitte schön. Ja, wir klüten und sie macht das Fenster auf, lehnt sich raus. Und sagt, hey, da ist der Schlüssel, alles Gute kommt von oben. Nummer rein. Hallo. Herzlich willkommen. Hallo. Hi, Gabriela. Hi. Hi, hallo. Hallo, Lucia, der Schlüssel. Ja. Danke schön. Hi, Gabriela. Grüß dich. Hi, Gabriela. Laufen doch bitte gerade weiter und nehmen Platz auf unseren letzten Abend. Ja, auf jeden Fall. Alle zusammen. Ganz besonders. Ja. Hä? Zum Wohl. Zum Wohl. Ja, zum Wohl. Den letzten Abend. Hä? Ja. Schön sind wir ja. Da. Danke. Danke. Dann würde ich jetzt in die Küche gehen und mich an den Hauptgang machen und wünsche euch noch einen guten Apéro. Danke dir. Danke vielmals. Danke. Merci.
Ich nehme mein Glas mit in die Küche. Gut. Bis später zum Wohlzählen. Ja, später. Ich habe das Gefühl, sie ist sehr nervös. Aber sie spielt es gut. Jetzt bin ich gerade ein bisschen nervös, dass alles passt. Das sind jetzt meine Lauchchips. Das ist jetzt mein Schuh, den ich gemacht habe. Und ich koche den jetzt aufkochen. Ich habe die gefrühert, damit sie frisch bleiben, dass man den Teig nicht vertrocknet. Und am Schluss werden die gekochten Ravioli noch im Zitronen-Thymian-Butter geschwenkt. Das ist jetzt mein Waldhummus. Da tun wir jetzt noch Pastinaken drauf, also mein Wurzelgemüse. Die sind gut. Der Zitronen-Thymian bleibt aber in der Pfanne drin. Den habe ich nur gebraucht, dass es ein bisschen Geschmack gibt. Jetzt noch ein bisschen Gemüseschü drüber, Lauchchips und Baumnüsse oben drauf und die Teller sind bereit für auf den Tisch. Bitte schön. Und das ist das Gericht von Gabriela. Frische Teigtaschen auf einem tannigen Waldhummus mit Wurzelgemüse. Danke vielmals. Danke schön. Ein gutes Zusammen. Wenn ihr noch ein bisschen Käse wollt, zum drüber streuen, dürft ihr euch gerne machen. Mhm. Mhm. Danke dir. Ein guter. Wie kommt der Teller bei den Gästen an? Das Menü sieht aus wie ein Gourmet-Restaurant. Wirklich alles exakt angerichtet, farblich stimmt. Ich hatte das Gefühl, sie hat die Farbe vom Teller mit ihrer Wohnung abgestimmt. So, dass also alles ja, wirklich da passt. Recht. Die Ravioli-Füllung war jetzt nicht unbedingt viel Wald drin. Aber der Hummus hat es bei mir völlig rausgerissen. Das ist etwas, was ich nicht gekannt habe. Für mich war dieses Gericht ja fast so wie ein Waldspaziergang. Und Gabriela hat ja vorher schon gesagt, dass sie so diese Affinität zum Wald sehr hat. Wie findet ihr Miss Waldhummus? Ist ganz fein. Ganz fein. Das ist der Hammer. Was denkt ihr, was hat es drin? Ah, es schmeckt ein bisschen nach Tannennödeln. Ganz wenig. Genau. Im Abgang. Tannennadeln sind drin. Wirklich? Also ich habe effektiv einen Tannenbaum gegessen heute, also einfach nur die Nadeln davon. Aber der Hummus mit diesen Nadeln drin war sensationell. Ja, was hast du da für Wurzelgemüse eigentlich da? Ich habe Pastinaken genommen. Okay. Mhm. Und oben drauf den Lauch. Keins von diesen Geschmäckern war so im Vordergrund. Das hat sich alles prima ergänzt. Hat mir sehr gut gefallen. Da habe ich aus den Resten, die ich beim Schälen hatte, habe ich einen Schü gemacht, habe alle Reste püriert und habe noch ein bisschen Hafermilch und ein bisschen Rahm dran da und das alles aufgekocht und nachher so abgeschmeckt. Ich finde das super, auch gegen Food Waste. Wie sie das auch gehandhabt hat, ist das, finde ich, perfekt. Auf einen schönen Abend mit euch, Emre. Gabriela. Ist ganz fein. Wer gewinnt diese Woche der Electrolux-Gutschein im Wert von 1'000 Franken? Die Petra mit Emilios Traum in einem Rindsfilet mit Trüffelpasta und einer Rucola-Beilage. Der Raphael mit Gegacker mit Rot und Grün an Spirale, Poulet-Brüstli mit Spiralnudeln an einer Dörr-Tomaten-Spinatsauce. Lucia mit ihrer Pasta con Crema Vitalisante, Spaghetti an einer Avocado-Zitronen-Cremesauce. Der Emre mit dem pochierten Ei im Tagliatelle Pesto Nest und der knusprigen Bresaola. Oder die Gabriela mit frischen Teigtaschen auf einem tannigen Waldhummus mit Wurzelgemüse. Kann Gabriela die 35er-Marke knacken? Die Punkte bitte. Ich gebe der Gabriela verdiente 9 Punkte. Ich gebe der Gabriela 10 Punkte. Ich gebe der Gabriela 9 Punkte. Ich gebe der Gabriela 10 Punkte. Es war sensationell. Ich habe noch nie so viel Wald auf einmal gegessen. Wow. 38 Punkte.
Die Siegerin von dieser Woche heisst Gabriela. Ich bin überwältigt. Ich habe nicht gedacht, dass ich gewinne und dass es allen so gut geschmeckt hat. Mein Lieblingspasta-Gericht. Und ich finde das schön, weil ich finde, eigentlich hätten alle verdient zu gewinnen. Gabriela, ja, herzliche Gratulation. Danke noch einmal. Mini Küche, deine Küche. Präsentiert von Electrolux. Mit intuitiven Geräten für jede Schweizer Küche.